Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich das lang ersehnte Video, was ihr euch so lange gewünscht habt, nämlich meine Bücherregaltour. Zwar nicht die ganze, sondern nur von einem Regal, und zwar von dem Regal, wo ich immer vorsitze, was dieses hier ist. Und zwar ist das so, ja, mein Lux bzw. New Adult Dark Romance Regal. Ich habe da eigentlich alles Mögliche drin. Ich ordne in der Regel nach Verlag. Aber bei mir ist das trotzdem immer so ein bisschen durcheinander. Also wundert euch nicht, wenn mal so das ein oder andere Buch da drin ist, was eigentlich nicht zum Verlag gehört oder auch nicht zum Genre gehört. Das gibt es bei mir auch schon mal. Aber ja, hauptsächlich solltet ihr ja hier die Bücher sehen. New Adult, Dark Romance, die ganzen Self-Publishing-Bücher, die ich habe. Ja, überwiegend Lux Verlag und Fester Verlag. Und ja, ich würde sagen, es geht einfach direkt los. Ich zeige euch meine Bücher und ja, ich hoffe, das kriege ich hin mit der ganzen Handhabung. Es ist mein erstes Bücherregal-Video und ihr habt es euch so, so lange gewünscht. Und jetzt gibt es endlich Teil 1 und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Da es sehr anstrengend ist, hier oben zu filmen, weil ich muss meinen Arm wirklich sehr hoch halten. Hier einmal im Kurzdurchlauf. Hier haben wir meine Fester-Bücher einmal alle. Und zwar Tears of Tess habe ich wirklich geliebt. Dann ein Einzelband. Dann die beiden. Fernweh mochte ich auch gerne. Die Endgame-Reihe ist auf jeden Fall was für Dark Romans Anfänger. Dann Consequences. Ein so, so geiles Buch. Die nächste Reihe habe ich noch nicht komplett gelesen. Da kenne ich nur die ersten beiden. Der letzte ist noch zugeschweißt. Und hier die Dollarbücher fand ich auch super gut. Hier oben drüber habe ich dann noch Going Under. Das fand ich auch sehr gut. Und Killing Sarai. Dann habe ich hier von Yuna Drake, eine Self-Publisherin, Broken Blackness. Ja, kenne ich die ersten zwei Bücher, haben mir sehr gut gefallen. Und jetzt muss ich dann endlich das Ende lesen. Dann haben wir Dirty von Sarah Sachs. Kenne ich nicht, muss ich noch lesen. Ja. Dann Follow Your Passion, auch von Yuna Drake, kenne ich die ersten beiden Bücher. In einem ja, Buch sind jeweils die ersten zwei Bände drin. Also ich kenne die ersten zwei Bände. Der zweite muss ich also noch lesen. Dann haben wir Silent von Catalina Katt. Mochte ich sehr, sehr gerne. Dann haben wir CEO, kenne ich leider noch nicht. Haben wir das von der Buchmesse geholt. Dann Mein Peiniger von Anna Ceres, kenne ich nicht, habe ich mir geholt, weil ich die nächste Reihe, die jetzt sehr verspiegelt ist, die könnt ihr jetzt leider wegen dem Licht nicht sehen, aber das ist die Twist Me Reihe, die ich abgöttisch geliebt habe. Und hier drunter haben wir, könnt ihr jetzt wegen dem Teil hier auch nicht sehen, eine weitere Reihe von Anna Ceres, kann ich euch dann reinschreiben. So, dann sind wir im nächsten Regalbrett. Hier sind meine Gossip Girl Fokus. So, dann haben wir hier so ein paar kleinere Bücher. Einmal Der kleine Prinz, dann die Bücher von Julia Engelmann, die jetzt falsch rum sind. Die mag ich sehr gerne. Das sind diese, ja, Poetry Slam Bücher. Genau, dann geht's weiter. Hier sind Charakterbilder von Hunting Angel. Die packe ich mal auf Seite. Ich packe allgemein mal die ganze Deko hier auf Seite. Genau, so. Ja, Hunting Angel, das sind Band 2 und Band 3. Band 1 steht da unten, warum auch immer ich diese Ordnung so gemacht habe. Dann haben wir hier Catching Beauty, 1 bis 3, habe ich sehr geliebt. Dann ebenfalls, das sind übrigens alles Bücher von J.S. Wanda. Dann hier ebenfalls von ihr und Täglich ohne dich, kenne ich nicht. Catch the Billions kenne ich leider auch noch nicht. Und Taken Princess kenne ich auch noch nicht, weil ich da noch auf die anderen Bände warte. Dann, ich merke gerade, das ist total das J.S. Wanda Bücherregal. Hier geht es hier auch weiter mit der Autorin, und zwar die Dark Prince Reihe. Alle vier Bände, beziehungsweise die ersten vier Bände. Es gibt noch mehr Bände, ich meine 6. Die kenne ich, ich glaube, alle. Entweder kenne ich sie alle 4 oder alle 3. Muss ich auch unbedingt weiterlesen. Richtig geile Geschichte. Ist halt alles Dark Romance, also für die, die es nicht mögen, wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Dann hier Bad Prince, das soll wohl eher so New Adult mäßig sein, so ein bisschen dunkler, kenne ich aber noch nicht. Das ist ein Spin-off zu Dark Prince, genau. Dann haben wir hier Brothers, kenne ich aber auch noch nicht in der Buchform, habe ich aber schon als E-Book gelesen. Also die Geschichte an sich kenne ich, aber das Buch nicht, aber es sollte eigentlich das gleiche sein, genau. Mochte ich auch sehr gerne.
So, machen wir weiter mit dem nächsten Regalbrett. Ich habe auch hier wieder die Deko runtergenommen. Und zwar haben wir hier von Kylie Scott die Rockstar-Reihe. Ich habe die Bücher echt geliebt. Absolute Empfehlung. Genau. Dann haben wir Rock Kiss von Nalini Singh. Kenne ich die ersten beiden. Fand ich gut, aber nicht so gut wie die Kylie Scott-Reihe. Dann haben wir Tempting Love von Jalen, also Jennifer Armentrout. Mochte ich auch sehr gerne. Dann Losing It, Faking It und Finding It von Cora Carmike. Ich kenne leider bis jetzt nur Losing It, aber ich habe die damals in so einem Bündel gekauft. Da haben die nur 12 Euro oder so gekostet bei Abel. Muss ich also noch die anderen lesen. Losing It fand ich sehr gerne. Fand ich sehr gut. Dann haben wir Dunkle Liebe von Sophie Jackson. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar keine Ahnung, was das ist. Warum auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Ah, doch, das. Das ist, glaube ich, auch mit einer Entführung oder sowas. Habe ich aber noch nicht gelesen. Dann haben wir Vom Dämon versucht von Diana Rowland. Das ist leider der zweite Band. Ich habe das mal im Trödelmarkt gekauft, weil sich das gut anhörte, habe aber das falsche Buch gegriffen. Genau. Dann habe ich Die Nacht hat viele Augen von Shannon McKenna. Kann ich leider gar nichts zu sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Dann Stay von Helena Hunting. Das habe ich von der Esther empfohlen bekommen. Das werde ich auch bald lesen. Die Game On-Reihe habe ich absolut geliebt von Kristen Callahan. Absolute Empfehlung von mir, kann ich euch nur empfehlen. Boah, super Sprachgebrauch wieder hier. Nein, mochte ich super gerne, wirklich. Dann Mr. President. Beide Bände habe ich sehr gerne gelesen. Und deswegen habe ich mir auch Saint von Katie Evans, also der gleichen Autorin, geholt. Genau, dann schlüpfen wir ein Regalbrett tiefer. Hier ist noch einmal das Regalbrett und ignoriert die Flecken auf meinem Regal. Da ist irgendwas ausgelaufen, habe ich gerade gesehen, als ich meine Deko entfernt habe. Dann haben wir als nächstes hier einmal dieses Regalbrett. Hier haben wir die Bücher von Lara Adrian. Das ist die Midnight Breach-Reihe. Ich habe, glaube ich, gelesen bis hierhin. Das ist auch nicht die ganze Reihe. Das sind jetzt nur, ja, bis dahin habe ich die halt, die anderen habe ich leider noch nicht. Aber ich liebe diese Bücher. Es ist eine Geschichte, ja, mit Vampiren, mit einem Vampirorden. Und finde ich absolut geil. Ist halt mit ein bisschen mehr Erotik, aber absolut lesenswert. Dann habe ich hier Pure Corruption. Mochte ich sehr, sehr gerne. Von Pepper Winters. Den zweiten Band habe ich allerdings aussortiert, weil der mir nicht gefallen hat. Dann Tainted Hearts, das habe ich mal bei Avell mitgenommen, weil ich das noch brauchte, um Versand nicht bezahlen zu müssen. Dann 400 Days von Lara Adrian, also der Autorin von diesen Büchern hier. Habe ich mal angefangen zu lesen, hat mich aber leider nicht so gecatcht. Ich muss dem Buch irgendwann nochmal eine Chance geben. War vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt, genau. Dann Verliebte Mr. Daniels, absolute Leseempfehlung. Brittany C. Cherry ist sowieso meine Queen. Ihr werdet gleich noch viel mehr Bücher von ihr sehen. Dann haben wir Meghan March, Sinful King. Habe ich auch mal angefangen zu lesen, hat mich aber auch nicht so umgehauen. War vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Genau. Bücher, die mich definitiv umgehauen haben, sind die von Wikiland. One More Chance habe ich gelesen, One More Promise habe ich gelesen. Ach, beide richtig, richtig gut. Ich liebe ihre Bücher. Also Wikiland und Penelope Ward schreiben das zusammen. Und One More Kiss und One More Time habe ich leider noch nicht gelesen. Dann von Bianca Iosovoni, Der letzte erste Blick und Der letzte erste Song. Das sind Band 4 und Band 1. Band 1 habe ich gelesen, Band 4 noch nicht. Band 1 hat mir sehr gut gefallen. Super humorvoll, tolle, süße Geschichte. Genau. Dann diese diese dünnen Büchlein hier sind Pixel Boss, Love the Boss und Feel the Boss von April Dawson. Die ersten beiden habe ich gelesen, mag ich sehr gerne. Also wer Geschichten mit einer super tollpatschigen Person mag, die eigentlich so in jedes Fettnäpfchen tritt, dann ist es definitiv was für euch. Und mit allem, was ich habe von Jodie L. Malpass, keine Ahnung, warum es hier steht, obwohl hier nur Lux ist. Das ist halt so meine Ordnung. Genau. So, hier noch einmal das Regalbrett in der Übersicht und wir rutschen ein tiefer.
So, dann haben wir dieses Regalbrett. Tada, es sind nicht so viele Bücher drin, aber okay. Hier haben wir Vicious Love, Twisted Love, Scandal Love und Broke Love von LJ Chen. Die ersten beiden haben mir richtig gut gefallen. Der dritte hat mir auch super gefallen. Den vierten habe ich leider noch nicht gelesen. Dann haben wir Everything I Didn't Say von Kim Nina Ocker. Habe ich leider auch noch nicht gelesen. Werde ich aber sehr, sehr bald nachholen. Dann die Again-Reihe von der wunderbaren Mona. Habe ich alle vier gelesen und alle mochte ich so, so gerne. Ich freue mich unglaublich auf Band 5. Dann auch von Mona die Save Me-Reihe. Ich glaube, sie stehen sogar falsch rum. Ich meine, Save Me war der erste. Ich habe die Reihe auf jeden Fall gelesen. Mochte sie echt gerne. Ich mochte zwar die Again-Reihe lieber als die Save-Reihe, aber okay. Dann haben wir hier nur eine Lux-Tasse, eine Woodville University-Tasse, also von der Again-Reihe. Dahinter ein Notizbuch. Und hier ist das wunderbare Lux-Magazin, in dem ich auch selbst drinne bin. Genau. Hier nochmal das Regal. Next one. Sieht so aus. Wunderschöne Farben hier mit drinne. Und wir haben hier ist es ein bisschen dunkel. Follow Me Back von A.V. Geiger. Kenne ich noch nicht das Buch, muss ich sehr bald lesen. Dann Deine Worte in meiner Seele ist verliebt in Mr. Daniels, aber neu aufgemacht. Und weil es halt zum Rest ihrer Bücher passt, habe ich es mir geholt. Dann haben wir die Luft zu atmen von Brittany C. Cherry. Ein so geniales Buch. Ich fand es so geil. Unglaublich traurig, aber absolut der Hammer. Dann Wie das Feuer zwischen uns auch. Wunder, wunderschön. Wie die Stille unter Wasser ist unglaublich traurig. Wie die Sonne um die Erde. Oh, geil, das Buch. Dann, wenn Donner und Licht sich berühren und wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt, habe ich beide leider noch nicht gelesen. Muss ich ganz dringend nachholen. Die kommen auch jetzt bald als nächstes dran. Dann habe ich Never Too Close von Morgan Moncomble, auch eine super süße Autorin. Ich durfte sie ja treffen und interviewen. Das Interview kommt dazu auch noch, genau wie von April Dawson und Kim Nina Ocker. Aber das dauert noch ein bisschen, weil ich momentan leider nicht wirklich die Zeit habe, es zu schneiden. Aber gut. Genau, hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Super süße Geschichte. Dann haben wir Up All Night and Next to You von April Dawson. Ich mochte beide Bücher sehr, sehr gerne. Absolute Wohlfühlbücher für mich und ich kann sie euch sehr empfehlen. Perfect Mistake von Kylie Scott kenne ich leider noch nicht. Carolina West, Überall bist du, kenne ich leider auch noch nicht. Habe ich mir damals geholt, weil so viele so dolle davon geschwärmt haben. Heartless von Winter Renshaw kenne ich leider auch noch nicht. Habe ich auch überhaupt keinen Bezug zu. Also im Sinne von, ich kann euch gar nicht sagen, wie da so die Stimmen der anderen waren. Genau. Dann All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niven kenne ich leider nicht, haben aber super viele von geschwärmt. Und deswegen musste es mit. Dann Dieser eine Augenblick von René Calino kenne ich auch noch nicht. Ja, kann ich euch leider nicht viel zu sagen. Dann Asche, kenne ich auch nicht. Bring Down the Stars von Emma Scott, eine weitere Queen für mich. Das ist das neueste Buch, was ich von ihr habe. Das kenne ich leider noch nicht, aber auch dem möchte ich ganz, ganz bald den Garaus machen. Dann haben wir The Light in Us, habe ich unglaublich geliebt, genau wie die beiden All-in-Bände. Alles drei für mich 5-Sterne-Bücher. Ich habe sie wirklich abgöttisch geliebt. Und zu guter Letzt haben wir Julie Johnson mit Faded. Kenne ich aber auch nicht. Ist relativ neu bei mir eingezogen. Dann das nächste Regalbrett. Hier unten wird ziemlich düster, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir die Magic Academy-Reihe, die ich wirklich sehr liebe von Rachel Mead. Also wirklich eine Herzensreihe von mir. Ich liebe diese Bücher abgöttisch. Dann Bloodlines, das ist das Spin-off dazu, war auch eine sehr gute Reihe. Zwar ziemlich anders als Vampire Academy und ich kann mir vorstellen, dass es nicht jeder mag, aber ich mochte die Bücher nichtsdestotrotz schon alleine wegen unserem männlichen Hauptprotagonisten. Das ist nämlich ein Protagonist, der hier schon vorkommt, den man in Vampire Academy ziemlich lieben lernt, wenn man auf die Art Mann abfährt. Und ja, deswegen musste die Reihe für mich auch gelesen werden. Ich kenne sie aber nicht komplett, ich glaube tatsächlich den letzten Band kenne ich noch nicht. Dann haben wir Paper Swan, eine absolut geniale Geschichte. Ich habe das Buch so geliebt und deswegen, ja, steht es natürlich hier. J.R. Ward mit Bourbon King kenne ich leider noch nicht, habe schon viel Gutes gehört, aber irgendwie hat es mich noch nicht so wirklich zum Buch hingezogen. Und genauso sieht es auch aus mit American Royals, wie wir auch sind, wer wir auch sind.
Ja, habe ich leider bis jetzt auch noch nicht gelesen, aber da zieht es mich bis jetzt eher zu anderen Büchern hin. Dann habe ich Crown of Lies. Habe ich gelesen von Pepper Winters, hat mir gut gefallen. Ja, war keines ihrer besten Bücher, wenn man es mit Tears of Tess vergleicht. Das war doch auch von ihr, oder? Genau. Dann ist es eher ein etwas schwächeres Buch. Dann haben wir All for You von Meredith Wild. Kenne ich leider nicht, muss ich noch lesen. Elliot Sheen mit Midnight Blue. Das Buch war so ein, ja, ich fand es eigentlich ziemlich gut, aber teilweise war der Typ mir einfach too much. Zu viel von allem einfach, genau. Dann haben wir Victorian Rebels, Mein schwarzes Herz. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht, aber es hörte sich damals echt gut an und ich muss es unbedingt lesen. Dann Die letzte Königin von Emily R. King. Hat mir super gut gefallen, das Buch. Und ich muss unbedingt beim zweimal weiterlesen. Coole Fantasy-Geschichte, ist mal was anderes so für zwischendurch. Und zu guter Letzt Nemesis, geliebter Feind von Anna Banks. Kenne ich auch nicht, habe ich damals aufgrund von einer Empfehlung gekauft. Und genau, hier haben wir das dunkle Regal nochmal. Es geht ziemlich dunkel weiter und zwar hier unten. Ich mache mal das Licht gerade eben, hole ich mal ein bisschen weiter runter, damit es hier was heller ist. So, das ist das nächste Regalbrett und prägt es euch gut ein, denn hier ist eine Lücke. Etwas, was ihr in meinem Bücherregal nicht oft sehen werdet. Genau, fangen wir an mit Burns World von Amy Harmon. Eine absolute geile Geschichte, hat mir so gut gefallen. Ich muss unbedingt mit Queen in Blood weiterlesen. Ich habe es bis jetzt leider nicht geschafft. Ich, ja, habe mir dieses Buch schon öfter jetzt mal angeguckt, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht warum. Ich noch nicht dazu gegriffen habe. Naja, auf jeden Fall haben wir hier Hardwired. Habe ich noch nicht gelesen, auch von Meredith Wild. Wir hatten gerade schon irgendwas von ihr, was ich nicht kenne. Vielleicht sollte ich die Autorin einfach mal ausprobieren, dann weiß ich, ob sie was für mich ist. Dann haben wir hier The Ivy Years, was wir verbergen, von Serena Bowen. Ich glaube nicht, dass das Band 1 ist. Ich meine, ich habe mich da mal vergriffen und habe den falschen Band gekauft. Muss ich aber auch unbedingt lesen, denn ja. Nur ich habe halt Angst, dass es mir zu langweilig ist. Naja, gut. Dann haben wir Silver Swan, Silent King and Broken Puppet von Amo Jones. Das ist so eine Reihe für sich. Ne? Sie ist so, ich sag mal, im Anfängerstil geschrieben. So wirklich Wattpad-mäßig, könnte man schon sagen, ohne dass es beleidigend klingen soll. Aber nichtsdestotrotz habe ich sie alle drei durchgesuchtet. Ein Buch jeweils an einem Tag. Und das ist für mich schon echt keine schlechte Leistung. Genau. Also ich warte auf jeden Fall auf das Spin-off. Das kommt ja auch Mitte des Jahres und freue mich schon sehr, da weiterzulesen. Dann haben wir Boston Nights. Oh Gott, jetzt wird es hier echt dunkel. So geht's. Boston Nights von der Queen Samantha Young. Ich liebe Samantha Young und ja, in einem anderen Bücherregal werdet ihr dann meine Bücher von Samantha Young sehen, die ich alle miteinander sehr, sehr lieb habe. Dann von Jodie L. Marpas Crown and Passion ist so eine Königsgeschichte, das mag ich sehr gerne und da ich halt von der Autorin schon was gelesen habe und es gerne mochte, habe ich mir gedacht, komm, das Buch, das darf mit. Dann Dem Horizont so nah von Jessica Koch ist ja jetzt auch schon als Kinofilm raus, möchte ich auch noch lesen, aber das ist momentan auch leider eher eine Geschichte zu der es mich jetzt nicht unbedingt hinzieht. Dann Under Your Skin, Bleibe bei mir. Das ist ein Buch, das habe ich mal gekauft als Mängelexemplar und es hörte sich echt gut an. Aber auch dazu habe ich momentan jetzt nicht so den Bezug. Dann haben wir 54 Minuten. Habe ich mal angefangen zu lesen, hat mir sogar gut gefallen. Warum ich es abgebrochen habe, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen, aber gut. Und ja, hier guckt mein Rex um die Ecke. Genau, das war das Regal. Und wir sind ganz unten angekommen, Leute. Ich glaube es nicht. Ich kann zwar fast nicht mehr sprechen, aber ja, das letzte Regal, was ich gar nicht so schön finde für die Bücher, die da drinnen sind, aber ich zeige es euch trotzdem. Die Bücher sind auch gerade gar nicht richtig angeordnet, weil ich letztens was da rausgenommen habe, aber mein Gott, was ist denn da? Ach, das Band, okay. So, die Colleen Hoover Bücher, ich weiß, es ist kein Ehrenplatz hier unten, aber trotzdem. Hier haben wir, weil ich laken bliebe, mein erstes Colleen Hoover Buch. Ich habe es damals wirklich sehr geliebt. Wie es mir heute gefallen würde, kann ich tatsächlich nicht mehr sagen, aber ja. Nur noch ein einziges Mal mein absolutes Lieblingsbuch von Colleen Hoover und ich kann euch sagen, es ist sogar signiert. Ja, ah, es ist so schön. Nächstes Jahr am selben Tag von ihr kenne ich noch nicht.
Dann haben wir Love and Confess und Maybe Someday. Mochte ich beide sehr gerne. Dann, was perfekt war, hat mich absolut zerstört. Ja, war echt grausam, aber die 1000 Teile meines Herzens kenne ich noch nicht. Dann haben wir hier so einen, der unterbricht. Das ist kein Hoover, aber okay. Written on My Heart von Gibson. Keine Ahnung, warum es dazwischen steht. Das ist so typisch ich. Hope Forever war wirklich richtig, richtig gut. Und Weil ich Will liebe, ist die Fortsetzung von Weil ich Lagen liebe. Kenne ich aber noch nicht. Und dann habe ich hier noch Too Late von Colleen Hoover. Fand ich richtig geil, das Buch. Also 5 Sterne, war eine richtige große Liebe. Und dann noch 2 Bücher von Matt Haig, die ich auch sehr, sehr liebe. Und zwar Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Das ist so ein bisschen, ja, biografienmäßig angehaucht. Es geht halt um Depressionen. Und hier haben wir Matt Haig, Ich und die Menschen. Genau, das war mein Regal. Ich stehe mal auf und gehe nochmal zurück. So, und ja, das war's mit dem Regal. Hier zeigt er es nur verschwommen, aber ist ja nicht so schlimm, ihr habt es ja gerade gesehen. Genau, yippie, das erste Regal ist durch. Folgen noch 1, 2, 3, 4, 5. Naja, aller Anfang ist schwer, oder? So, das war's mit meiner Bücherregaltour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, das war jetzt nur Regal 1 und eventuell ein bisschen wackelig. Das sehe ich dann beim Schnitt. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr vielleicht ein paar coole neue Bücher mitnehmen konntet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr so Bücherregal-Videos seht und ob ihr auf jeden Fall meine anderen Regale sehen möchtet. Denn als nächstes steht, beziehungsweise stehen meine Harry Potter Regalbretter an, die ich euch zeigen möchte. Und ja, genau, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!